Das Video behandelt folgende Themen: Der Plan der erleuchteten Illuminati für 2012, die UFO-Dämonenverbindung, das Schicksal von Forschern, die versuchten, die Pläne der neuen Weltordnung aufzudecken. Es ist mir egal, was du denkst, wie frei du wärst oder was du tun könntest. Sobald du etwas machst, was dieser Regierung nicht gefällt, jubeln sie dir Drogen unter, finden etwas in deinem Hotelzimmer, werden etwas unternehmen, wirst weggebracht oder wie üblicherweise, wenn du ein Forscher bist, du verschwindest einfach und niemand weiß, wo du bist und niemand will darüber sprechen. Was ich sagen will, wir sollten besser aufwachen und uns bewusst machen, dass wir in Schwierigkeiten sind. John Todd kam in den frühen 70ern an die Öffentlichkeit, um die amerikanische Bevölkerung vor den Illuminaten, den Erleuchteten und ihre satanischen Verschwörungen zur Eroberung des Planeten zu warnen. Er warnte über den Plan der Erleuchteten, Amerika in den Konkurs zu treiben und folglich die Finanzmärkte von anderen Ländern. Dies sei ein Versuch, die globale Wirtschaft zu unterbrechen. Er war der Überzeugung und sagte, dass die Erleuchteten Schritte gehen werden, um noch mehr Kontrolle über den Ölmarkt zu erlangen, damit sie ihn später zerstören könnten, um Ölpreise zu erhöhen. Er war besonders dafür bekannt, von UFOs zu sprechen und wie diese Phänomene mit den Erleuchteten in Verbindung stehen. Er war in Okkultismus involviert und hat das, was die Öffentlichkeit UFOs nennt, aus erster Hand erlebt. In ihrer jüngeren Vergangenheit beschworen, angeblich den Himmel mit UFOs gefüllt und jedermanns Aufregung beobachtet. Einer der herausragendsten Sichtungen war in den frühen 70ern in Ohio. Sie hatte sich darüber amüsiert, denn sie stand in einem Kreis, draußen im Feld irgendwo, wo sie Dämonen heraufbeschwörte. Das ist doch alles, was sie sind. Engel aus Licht, die Spielchen treiben im Himmel. Und denkt daran, Dämonen, stellt euch ein unheimliches Bild vor, sind gefallene Engel, ein unreiner Geist. Sie können jede Form annehmen und auch durch und alles hineingehen. Sie können allerlei Formen annehmen wie fremde Raumfahrer, solide Objekte, fliegende Untertassen und so weiter. Wenn sie auf dem Radarschirm erscheinen, lösen sie sich vor dem Auge des Piloten in Luft auf, weil sie nichts weiteres sind als Geister. John Todd wurde zuerst eine Vergewaltigung angehängt und dann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, bis er schlussendlich für immer verschwand und man nie wieder etwas von ihm hörte. Fritz Springmeier. Fritz Springmeier war einer der bekanntesten NWO-Illuminati-Forscher in den 90ern. Er schrieb über seine Recherchen, reiste im Land und sprach über die Erleuchteten in seinen Vorträgen. Er ging der Blutlinie der Erleuchteten nach und dokumentierte sie im Buch Bloodlines of the Illuminati, Blutlinien der Erleuchteten. Er sprach auch von Dämonenhybriden, welche die Erleuchteten für die außerirdischen Verschwörung züchten. Und dann natürlich ihre Pläne, um eine Alien-Invasion zu inszenieren. Ich habe ein bisschen im Radio für Prophecy Club über die fliegenden Untertassen gesprochen. Jemand sehr hoch oben in der Hierarchie der neuen Weltordnung, der über einen mir nahestehenden Freund wieder zu Christus gefunden hatte, sprach über das Fliegen der Untertassen. Ja, die Regierung der USA besitzt fliegende Untertassen. Er nahm zuerst an, dass diese Wesen, welche sie begleiteten, Außerirdische seien. Als er genauer hinschaute, realisierte er, dass es sich um Dämonen handelt. Ich könnte noch weitergehen. Die Schlussfolgerung jedoch ist, dass dort keine guten Außerirdischen sind. Die Aliens sind Dämonen. Wir haben es hier mit einem Gemisch aus Dämonen und Fleisch und Blut zu tun. Und es gibt noch andere genetische Experimente. 2003 wurde Fritz Springmeier der Mitgliedschaft eines bewaffneten Raubüberfalls beschuldigt. Er kam für 9 Jahre ins Gefängnis. Ich gebe euch nur eine kleine Probe, wie ausgeklügelt diese Programmierung ist. Satan hat sich wirklich selbst übertroffen. Sie haben ein Programm, um die Kirchen zu infiltrieren. Jeder, der legitim ist, ein christlicher Minister, wird herausgefiltert und zum Ziel gemacht. Zum Ziel gemacht und durch einen Illuminati-Agenten ersetzt. Jeder, der legitim ist, ein christlicher Minister, wird herausgefiltert und zum Ziel gemacht. Kent Hovind. Grundsätzlich ist der Konsens der Meinung dieser Leute folgender. Es gäbe 2 Arten von UFOs. Streng geheime Flugmaschinen der Regierung und es gäbe satanische Manifestationen. Dämonisch. Okay? Hovind ist hauptsächlich dafür bekannt, in Schulen über Kreationismus und Evolution zu sprechen und mit Lehrern über die Evolutionstheorie zu debattieren.
Seit er wusste, dass die amerikanische Regierung und ihr Finanzsystem von Satanisten kontrolliert wird, hatte er sich geweigert, einige Steuern zu bezahlen. Das machte leichte Beute aus ihm. Die Illuminati machten ihren Zug und hängten ihm Dutzende Straftaten in Bezug mit Steuern an. Er wurde verurteilt und sitzt nun seine 10-jährige Gefängnisstrafe ab. Bill Cooper. Milton William Bill Cooper war wahrscheinlich der letzte lebende und echte NWO-Forscher. Auch er hat die satanische Verbindung in seinem Buch Behold a Pale Horse aufgezeigt. Er ging nicht detailliert auf Dämonen und gefallene Engel ein. Er sprach über die geheime Regierung, den Erleuchteten und wie diese die verschiedenen Teile der Regierung hintergehen. Über die UFO-Verschwörung, wie sie Gebrauch von sorgfältig inszenierten Ereignissen und verfälschten Dokumenten machen. Bin ich seitdem darauf gekommen, dass der extraterrestrische Teil des Ganzen Unsinn ist, aber die Technologie real. Die ist real. Ich glaube, dass vielen diese Dokumente über die Jahre hinweg gezeigt wurden, sodass wir später darüber sprechen würden. Ich meine, wie könnte man die Existenz von Außerirdischen geheim halten, wenn sie echt wären? Wie könnte überhaupt irgendjemand schweigen, nachdem er angeblich aus Dokumentationen, aus offiziellen Regierungsdokumenten mit der Bezeichnung streng geheim gelesen hatte, die darlegen, dass Außerirdische real sind und diesen Planeten besucht haben? Ich wollte wissen, wie wahr das Ganze wirklich war, und begann eine intensive Recherche, um herauszufinden, ob Außerirdische real sind. Was ich herausfand, war erstaunlich. Was ich herausfand, meine Damen und Herren, ist, dass ein Plan existiert, seit vermutlich dem Jahr 1917 und wahrscheinlich noch davor, ein Plan, um eine künstliche extraterrestrische Bedrohung auf diesem Planeten zu kreieren, um damit die Welt in eine Welttotalitäre und sozialistische Regierung zu führen. Experimente wurden aufgestellt, die Glaubhaftigkeit einer aus einer fernen Weltbedrohung zu prüfen. Es geht auf einer anderen Seite noch weiter. Nichtsdestotrotz, einen effektiven politischen Ersatz für Krieg würde einen ultimativen Feind benötigen. Einen Feind, der im Kontext des heutigen Kriegssystems genauso weit hergeholt scheint. Es könnte beispielsweise sein, dass Umweltverschmutzung die Möglichkeit von einem nuklearen Krieg und Massenvernichtung ersetzen könnte und somit ein prinzipiell Ersatz für Krieg wäre. Kapiert ihr langsam, was läuft, Leute? Die Erleuchteten haben versucht, Bill Cooper Steuerbetrug anzuhängen, im Vorhaben, ihn zum Schweigen zu bringen. Nachdem Bill Cooper die Attentate am 9.11.2001, wenige Monate bevor sie passiert sind, vorhergesagt hatte, konnte es sich die Illuminati nicht mehr leisten, ihn am Leben zu lassen. Er wurde am 5. November 2001 vor seinem Haus erschossen. Ich versichere, der Plan ist, dass wir uns total hilflos fühlen. Weil das, was passiert, außerhalb unseres Einwirkungsbereiches läge. Weil wir ja von Aliens übernommen wurden, dass unser Unabhängigkeitstag anbricht. Also seid euch das bewusst. Versteht, dass diese Kriminellen Informationen und Technologie von uns verborgen halten, unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit. Die sind uns 25 Jahre voraus, mindestens, technologisch. Könnt ihr euch vorstellen, was die jetzt alles haben? Was haben also andere Forscher wie David Icke, Michael Sarion, Peter Joseph und Jordan Maxwell gemeinsam? Sie sind alle antichristlich. Sie alle leben noch und es geht ihnen gut. Wenigstens werden sie nicht von den Erleuchteten unterstützt, wie manche von ihnen. Das Logo der Akte X-Reihe ist: Die Wahrheit ist da draußen. Die Wahrheit ist da draußen. Ich werde das umformulieren. Die Wahrheit ist hier. Wir sind heute hier, um die Wahrheit eines Themas aufzudecken, welches lächerlich gemacht und bei den Fragen nicht beantwortet wurde. Und das seit ungefähr 50 Jahren. Die Männer und Frauen, welche auf der Bühne sind, und noch ungefähr weitere 350 Leute aus dem militärischen Nachrichtenwesen, welche Zeugen der UFO und der außerirdischen Intelligenz Angelegenheiten sind, können und werden beweisen, dass wir nicht alleine sind. Dem Disclosure Project nach habe die US-Regierung abgestürzte fliegende Untertassen von Außerirdischen geborgen. Operieren also nichtmenschliche Wesen außerhalb der Regierung? Oder ist diese nichtmenschliche Macht sogar die Regierung? Als hochgradiger Satanist wurde uns gesagt, dass die Erleuchteten ganz oben mächtige spirituelle Wesen seien, was nicht ganz falsch ist, weil diese Leute von diesen Wesen besessen sind. Ex-satanistischer Hohepriester Stephen Dollins.
CNN hat dieses Video von ihrer Webseite entfernt. Die Frage, die sich stellt, ist, was haben sie jetzt vor? Wie bereits in den 25 Illuminati-Zielen erwähnt, sie werden eine finanzielle Depression herbeiführen, Knappheit von Nahrung, Wasser und werden alles tun, um Öl- und Energiepreise in den nächsten Jahren zu erhöhen. Damit fangen sie erst an. Der Plan ist, eine massive Instabilität und Angst während dem Countdown bis 2012 in der Welt hervorzurufen. Inszenierte Ereignisse. Sie haben auch einen Plan, um den Planeten um 6 Milliarden Menschen zu entvölkern. Die Frage ist, werden sie es mit Hilfe eines dritten Weltkriegs tun, durch Hungersnot, durch einen neuen Virus oder vielleicht alle drei kombiniert? Agenten werden vortreten, nachdem traumatische Situationen hervorgerufen wurden, um dann als Erlöser der Massen hervorzugehen. Für jeden, der immer noch Zweifel an Obama hat, ja, er ist einer von ihnen. Er ist ein Mitglied der CFR, Council of Foreign Relations. Näher kommt man den Erleuchteten nicht, ohne dass man ein Freimaurer des 31. Grades, ein hochgradiger Okkultist oder ein eingeweihtes Skull & Bones Mitglied ist, so wie es Bush Jr. war. Obama wird wie jeder anderen Illuminati-Marionette gesagt, was er zu tun hat.